Hallo Freunde, herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Play Together Starbound mit meinem. Ja! Hallo, ich war noch gar nicht fertig. Ja! Hallo. Ja! Mit meinem schlechten Freund Drachenkralle LP. Ja! Ja. Sollen wir auf Rohstoffjagd gehen? Ja! Okay. Ui. Ach, das war unser Fleck hier. Ich möchte einen neuen Planeten sehen. Nein! Ach hier waren wir doch, ne? Sollen wir hier weiter runtergehen? Habe ich doch gesagt. Ach, das. Oh, falsch. Hey. Dieses Mistvieh. Geht direkt gut los hier mit der Action. Ja. Ach, hinter uns nochmal los. Aua. Wow. Das hängt auch ein kleines bisschen. Was? Aua. Boah, da bitte ganz regel das mal ganz kurz für mich. Ja. Oha. Moment! Gesehen hättest, dann wärst du wahrscheinlich noch stolz auf mich gewesen. Ne, ich habe kurz die Lautstärke was runtergestellt. So. So, jetzt bin ich aber wieder Einsatzbereich für euch, meine. Sollen wir einfach hier runtergehen? Yep. Haben uns ja Ne? letztes Mal so schön ein eigenes Grab Ach genau. geschaufelt. Komm, los. Ja. Auf geht's. Ja, Drachenkralle. Was steht denn so an in der neuen Folge? Also in dieser Folge werden wir definitiv männlich sein. Oh ja. Oh. Oh, Facke. ich baue mal eben schnell nach oben. Ja, das war schon sehr informativ. Danke dafür. Bitte, bitte. Ja, die letzten Folgen waren ja immer so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen unmännlich, ne? Aber ich meine, wenn wir immer rosa eine Äxte finden, das ist so ein bisschen, ich glaube, das macht teilweise einen Und falschen Eindruck. bunte Tangas tragen. David, helf mir noch mal mit, Mensch. Ich versuche das hier gerade zu halten. Du kommst völlig hier vom normalen. Ist mir egal. Nee, nee, darf es nicht. Es geht ums Prinzip. Oh, jetzt macht er auch noch die Fackeln aus. Richtig. Wenn ich hören will, muss im Dunkeln sitzen und fühlen. Ich fühle immer im Dunkeln. Ja, siehst du. Ach, ich kann dir direkt mal meine Erklärung zu den letzten Thumbnails abgeben. Ich habe das Gefühl, da kommt gleich was. Und zwar war ich heute busy. Busy. Ich war sportlich aktiv. Oh Gott. Und deshalb war keine Zeit mehr dafür Thumbnails. Deswegen kamen die Folgen auch erst spät. Sehr spät. Aber das wird sich ändern, liebe Kommst du Freunde. immer sehr spät, oder? Normal komme ich immer pünktlich. Auf Knopfdruck. I. Aber nimm nochmal die Kohle mit. Bist du denn? Bist du der Pate? Ja. Wir brechen gleich irgendwo durch und tun Das uns war's tierisch dann. Oh, hey. Oh. Oh. weh. Oh. So, das Problem ist, den Weg werden wir nie wieder gehen, David, ne? Das weißt du schon. Warum? Weil wir den irgendwann nicht mehr wiederfinden werden. Klar. So, oh. Und ich würde auch sagen, wenn du nichts dagegen hast, liebe Drachenkralle. Liebe Drachenkralle. Der Sicher? Drachenkralle ist weiblich. Nee, ist es nicht. Ist voll männlich, ja. Nein, ich dachte mir, wenn wir genug Kohle gesammelt haben, dass wir auf einen neuen Planeten gehen. Ja, klar, wir müssen ja den. Was ist das andere? Sind die Beta-Planeten? Ja, es gibt Beta und Gamma. Gamma, Und da müssen wir hin. Also erstmal Beta. Das heißt also Öl holen, um das zu Öl? Treibstoff zu verwandeln. Kohle, um es zu Treibstoff zu machen. Genau, aber wir müssen ja erstmal die Untertaste da erledigen, ne? Oh. Ach ja. Diese voll dreisten Pinguine. Boah, geht das schnell? Da ist ziemlich viel Sand, so wie ich das hier sehe. Oh Gott, Giftbrühe, David, weg. Oh, oh. Warte, ich baue mir mal ganz kurz Fackeln. Da fackel ich nicht lange. Ich baue mir eine Fackel. Gott, war der schlecht. So. Weiter geht's. Moment, ich will kurz gucken, wo es da hingeht. Ich helfe dir, mein Freund.
Siehst du, da will ich dir helfen und dann kommt sowas. Ich wollte dich nur im Sand stehen lassen, damit ich an die Kohle rankomme. Ja, natürlich. Ich sorge hier für Unordnung. Und was willst du hier? Wow. Ich wollte hier nur für Unordnung sorgen. Böses Gift. Au. Oh. Was ist das? Kein Kommentar. Ist doch besser so. So, lass mal weiter. Solange Drachenkall das mal überlebt. Ach klar, ich bin hart im Nehmen. Boah, David, ich nehme gerade. Ich meine natürlich Drachenkralle. Wer ist dieser David? Ich kenne ihn, keinen David. Ich bin das. Ich nehme gerade mit sage und schreibe 60 Frames auf. Warte. Danke. Aber mit wie viel nimmst du denn auf? 5? Fast. Also es sind zwischen 28 und 30. YOLO! Ja. Achtung, das geht voll tief runter. Wow. Aber schon krass, dass ich jetzt auf einmal... Ich weiß nicht, warum das so launisch ist bei mir. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt oder auch nicht gesehen habt, das ist hier die Frage. Kommt her, ihr bösen Monster. Ein komisches... Ein Schildkrötenkrokodil. Jaha. Auf jeden Fall habe ich mit sage und schreibe einen Frame aufgenommen. Für ein paar Sekunden. YOLO. Oh. Ich habe tiefer erwartet. Auf jeden Fall. Wow. Da ist das Schildkrötenkrokodil. Guten Roshi, der Herr der Schildkröten. David, heil dich mal, ne? Heil dich mal. Komm mal klar. Aber wir haben ja keinen Doppeljump, ich vergesse das jedes Mal. Oh. Aua. Ah. Ich hab direkt auf dich gestürzt. So. Wir brauchen unbedingt den Doppeljump, David. Hier, bitte landen. Landen, hier. Wie landen? Ich spiele gerade Fluglotse, David. Du musst mir nicht immer meine Träume nehmen. Meinst du, es kommt noch eins? Ja. Yeah. Also, die sind eingeschlossen. Oh. Wir sollten eigentlich die ganzen guten Rohstoffe nehmen, aber naja. Ich weiß zwar nicht, worauf wir warten. Ein Wunder. Aber warum machen wir immer beide gleichzeitig eine Fackel? Wir müssen das Motorkontroll. Jetzt hier sammeln wir erstmal die Rohstoffe, hier sind nämlich ganz viele. Oh. Ach, so, ich dachte, wir könnten einfach mal den Santa kaputt machen. Die bekommst du eben wieder. Keine Lust. Wir teilen ja, siehst du, dafür ist so eine Truhe gefunden. Ja. Was ist da drin, David? Weiß es noch nicht. Guck nach. Eine Rotten Junk. Wow. Green Stimulation Pack. Oh, Stimulation. Automato Seed, also eine Waffe, zwei Samendinger und. Das wäre richtig pervers hier. Ja. Stimulation und Samen, das passt doch. Da kann man anfangen, die Samen zu stimulieren. Okay, das war jetzt wieder zu viel des Guten. Ui. Wo ist die Musik geblieben? Das frage ich mich auch, aber es ist tief unter der Erde, deswegen kommt da wahrscheinlich nichts. Ja, aber so ist die Stimmung so ein bisschen. Ja, sie ist ein bisschen getrübt. Ja, ich werd auch traurig, muss ich sagen. Wein mal, David? Ja. Die Leute, meine Fans können das gerade nicht sehen. Du warst... Ah, da komme ich nicht hoch. Oh Gott, warum sagst du denn meine Fans? Bist du auch so ein Pete Smitty? Meine Fans. Ja, soll ich meine Freunde sagen, oder was? Ja, klar. Meine Freunde. Also für mich sind meine, also ich sag ja, ich möchte ja noch nicht mal meine sagen, weil sie ja nicht mir gehören. Doch. Einfach nur die Leute, die mich abonnieren, das sind, ja, nette Menschen. Und Spastis. Gute Freunde, doch würde ich schon sagen. Und nicht meine Fans. Meine Fans. Deswegen mag ich Pete Smith doch nicht. Au. Ich das war die Strafe dafür, da, siehst du? Das war der okay. Pete Smith Stachel. Nein, natürlich seid ihr nicht meine Fans. Seid irgendwelche dahergekommenen Leute.
die nur aus Versehen auf meinen Kanal geklickt haben. Ich wollte gerade sagen, mach euch weiter so. Nein. Du machst schon das Richtige, glaub mir. Ich liebe euch natürlich alle. No homo. Für die Männer unter euch. Oh, was ist denn da los jetzt? Weil hier sieht es nach einer klassischen Sackgasse aus. Ja, das kann ich jetzt die ganzen 20 Minuten machen. Ah, doch nicht. Ja, hier ist doch noch Kopper. Ah, da geht's glaube ich weiter, David. Crappy Smacker. Sehen Sie das? Der Herr Drachenkralle hilft mir einfach nirgendwo. So wie es sich gehört. Oh. Wo ist denn... Ja, das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge. Aber... David, ich habe keine Lust mehr. Was ist das denn hier? Also irgendwie läuft's nicht. Nein. Die Höhle ist sehr, sehr... Nein, wir müssen uns einfach nur nach unten graben. Ja, ab hier. Ich mach einfach Nein, mal... Nein, lass doch in dem Grün. Das geht schneller. Ja, ich mach den Anfang. Oh, bin ich weit. Oh, bin ich weit. Boah, ein Tempel. Boah, ne, hier zwei Tempel. Boah, wenn jetzt hier wär's, um das zu sehen. Boah, das oh, und ein Schloss. Ja. Ach, und ein neues Universum habe ich hier gefunden. Schwarzes Loch. Ja, ich habe die Matrix entdeckt, das ist ja... Das ist jetzt ein bisschen unrealistisch, David. Das kann nicht sein. Ah, hier geht's schnell, hier ist Dry Sand. Also, Dry Sand. Barbara Streisand. Ja, es ist Streisand. Los, Silverohr, komm zu mir geflogen. Aber die Musik fehlt irgendwie ein wenig. So wirkt das Ganze so ein bisschen unmotiviert. Das liegt natürlich alles am Drachenkralle. Nein, Spaß, natürlich nicht. Was? Unfassbar, ich hab das einfach nicht gehört. Doch, habt ihr, habt's gehört. Du hast meine Gefühle verletzt. Wie weit bist du schon? Oha, du bist ein bisschen weiter als ich. Bin schon durch. Wodurch? Ja, wirklich, ich bin gerade durchgebrochen. Ist hier so eine kleine Höhle. Dass du durch bist, weiß ich, David. Ich bin sowieso komplett durch, ey. Oh nee, ey, Erdbeerkäse. David, ich besauf mich gerade mit V+ Energy. Ist ja... Oh. Deswegen habe ich eben auch aus den Fans gesagt, das war der Alkohol in mir. Ach so. Ja, der macht dich zum Tier. Besonders V+, da werde ich ganz wuschig. Tja, das war's mit dieser Folge. Ja, das war's dann auch schon wieder. Also hier wieder kann ich nicht viel damit anfangen. Ich brauche einfach ewig, bis ich da durch bin durch den Stein. Ich guck einfach mal, wie weit du bist. Nein, du findest mich eh nicht mehr, David. Ich bin schon längst 10.000 Mal abgebogen. Ach. Hast einen Arsch offen. Weißt du vor allem gar nicht, wo ich mich reingegraben habe. Das ist ein Geheimnis. Gib mir ein paar Minuten, dann habe ich's. Raphael. Was ist ein Leck? Eddie. Was? Was ist ein Leck? Wo hab ich denn ein Leck? Hier ist kein Leck. Ah, okay, schlaues Kerlchen. Nein, lass mich. Hallo. Oh Gott. Wie? Hey. Ja, das ist wahrscheinlich sehr aufregend für euch. Tja. Vor allem, ich glaube, wir werden gleich sterben. Nein. Das hat keinen Zweck, David. Ui. Wir kommen nie wieder hier raus. Blub, blub. Blub. Ja, was machen wir, David? Sollen wir uns nicht einfach wirklich einen neuen Planeten suchen? Das wird mir zu blöd. Willst du wirklich nicht auf einen neuen Planeten stürzen? Ja, will ich. Ja, willst du. Die Leute wollen was sehen und wenn bald eh der Wipe kommt, ist das ja leider scheißegal, was wir jetzt hier machen. Ja, stimmt. Ja, wie ihr schon bestimmt mitbekommen habt, ist jetzt bald ist noch ein Update geplant. Ich will kein Update. Starbound, allerdings ist da soll es der letzte Wipe sein. Das heißt, wipe das nochmal alle Charaktere und Spielstände, die ihr euch erstellt habt, gelöscht werden.
Das wird jetzt hoffentlich das letzte Mal passieren, weil mit dem Patch, der jetzt kommt, soll nämlich halt dieser, also oder generell dieses Wipen halt bei Updates Aua. Nicht mehr stattfinden. Also sollen das auf jeden Fall gesagt. Hast du gegoogelt oder was? Ja, klar. Alles bei Wikipedia, ey. Wikipedia ist das neue Google. Oh, jetzt habe ich nur 30 Frames. Frames bei Frap, Scheiße. Jetzt habe ich wieder 60. Das ist aber spannend, Leute. Verfolgt jetzt mit live. Echt, du hast auch Stimmungsschwankungen. Auch wenn das schwer live zu verfolgen ist, verfolgt es einfach live. Wird irgendwie möglich sein. Wir müssen alle fest daran ziehen. Nicht ja. Da dran, David. Ach so. Ich ziehe an meinem Finger, wenn ich pupsen muss. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Finger. Manchmal brauche ich dafür gar keinen Finger. Badumts. Badumts. Komm hoch, David. Ja. Ich bin schon längst wieder. Ich bin schon längst weggeflogen. Oh oh. Stirb, du Monster. Meinst du nicht, dass die Monster auch bald Namen kriegen? Doch bestimmt, oder? Monsternamen? Ja, der fehlt. Heißen? Keine Ahnung. Stimmt, da ist der Name nicht dran. Ja, dann wolltest du erst wieder einen blöden Spruch bringen. Ja, ich wollte erst wieder klug scheißen und dich fertig machen. Ja, das hast du aber nicht geschafft. Du kannst dich zu meinem Raumschiff beamen, oder? Nicht, wenn ich unter der Erde bin. Auch nicht so, wie du dann zu meinem Raumschiff wechselst? Wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Raumschiff bin? Nee. Leider nicht. Wow. Oh, ich bin jetzt auf deinem Schiff. Was will ich denn da? Echt, Maus, machst du auf meinem Schiff? Ah, ich hab mich. Achso, nee. Ich dachte, ich hätte mich gerade selber zur Party eingeladen. Ich hab mich einfach mal selber eingeladen. Ich bin außer Sinn. Ich weiß nicht, auf welchem Schiff ich bin. Ob das jetzt deins ist? Hä, warum bist du nicht mehr in meiner Party? Oh, das fängt ja gut an. Tatsache. Das fängt ja gut an. Was? Lad mich ein. So, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play von Starbound. Nein, wir waren ja auch vorher zusammen auf einer Karte. Waren wir gar nicht. Doch, gelungen. Doch. Da, wir haben noch 2 Minuten, komm schnell hoch. Dann suchen wir schnell eine neue Welt und dann können wir los. David. Ja, ich bin ja unterwegs, ich kann nicht so schnell. Ich geb schon mal das Benzin in den Tank ein, ja? Ich habe ja hier die passende Kleidung. Bei 90 Fuel. Ich hab auch noch ein bisschen was. Nee. Schnell wegfliegen, da kommt Drachenkranz. Nein. Du kannst dich jederzeit zu mir hinbeamen, ne? Glaube ich. Also du kannst dich ja immer, du gehst dann einfach auf dein Schiff und beamst dich dann zu meinem Schiff. Voll komisch, ne? Dass ich dann einfach so übelst weit mich dann beamen kann, dann könnte man so auch eigentlich theoretisch immer zu neuen Planeten beamen. Ja, es geht, ja, einer von uns ist ja der Gearschte. Aber du Mistvieh. Danke, David, das war jetzt unnötig. Ich habe hier, glaube ich, einen schicken Planeten gefunden. Oh, dafür haben wir leider zu wenig Fuel. Ich muss leider auf den David warten. David, mach hin. Ne? Ja, ich muss gerade ein bisschen mein Leben kämpfen. Das musst du nicht. Ich esse jetzt einen Pepperoni. Ich weiß noch nicht, was passiert. Nichts. Oh. Ist ein Starbound oder? Das ist jetzt wirklich eine Pepperoni gönnen. Nein, bist verrückt. Ich hatte eben einen extra long Chili Cheese. Oh, cool, ich will auch. Nein, den gibt's nur für Gewinne. Hey, ich hab gewonnen. Ja, dann kommen wir erstmal aufs Schiff. Also den Spießrutenlauf des Lebens habe ich definitiv gewonnen. Dann komm jetzt aufs Schiff. Dann komm aufs Schiff. Komm jetzt, da bin ich. Das ist mein Schiff. Das ist meins, oder? Nein. Ich hab genau das gleiche. Das ist hier. Jetzt bin ich auf deinem Schiff. Wie komm ich denn? Ich will. Rausbeamen, wieder reinbeamen. Also unten auf den Planeten wieder zurückbeamen. Ach so. Oh, du Fuchs. Ja, ja. Boah, ist das eine geile Landschaft hier. Nur Tempel und alles. So, geh mal weg da. Lass mich mal ein Steuer. Ja, ja. Nein, ich muss wieder zu deinem Schiff. Ich habe da nämlich gerade die Kohle reingetan. Ah, du machst Sachen. Ja, wir haben nur 30 Sekunden, David. Ich muss mich beeilen. Clear. Nein. David, wir müssen, glaube ich, mit dem Schiff hier fahren. Die Kohle ist schon eingegeben. Na, super. Eigentlich scheißegal, oder? Wir haben beide das gleiche Raumschiff. Dann muss ich jetzt fliegen, ha? Ja, lass mich nur eben meine Kiste wiederholen. Ja, wie ihr seht, hat
Taiwan TV Mist gebaut. Tja, jetzt muss ich nur kurz gucken, wie das hier funktioniert. Ich bin noch nie geflogen. Oh, jetzt habe ich bei mir auch noch die Tür abgerissen. Mach's nochmal richtig sauber, bevor du gehst. Ne? Hier läuft gerade alles. Oh, wir haben 20 Minuten erreicht. Tja. So. Ich fliege uns schon halt nach Hause. Tu mal gleich die Kohle rein und dann. Möchtest du dich verabschieden? Ja. Komm, ich habe begrüßt, du darfst verabschieden. Was zum Teufel? Hör auf, das ist meine. Verzögerst den Abschied nur. Ja, Leute, dann würde ich sagen, das war's. So viel zum vierten Teil des Let's Play Together von Starbound mit Taiwan TV und Drachenkralle. Wir sehen uns das nächste Mal bei der fünften Episode, wenn es weitergeht, in die unendlichen Tiefen der Galaxis. Tschüss. Tschüss.